Ihr wisst dann jetzt schon mehr, also eher Bescheid wie. Ah, du Papa! Hallo alle zusammen, heute machen wir ein Rezept. Ich selber weiß noch nicht genau, was es wird, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte zwischen so ein paar Sachen. Ich habe nämlich meine Bücher wieder aus dem Keller geholt und wollte die so ein bisschen sortieren, dass die nicht alle durcheinander rumfliegen. Und dann habe ich halt da wieder ein bisschen rumgeblättert und da, und dann hat mir das gefallen und da das. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz schlüssig geworden. Auf jeden Fall soll es was Unkompliziertes sein und halt was Herzhaftes, Normales zum Essen, also kein Kuchen oder so. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Ja, ich würde sagen, wenn dich das Rezept interessiert, dann bleibst du jetzt einfach dran. Dann starten wir mal. Und zwar, ich habe hier jetzt einfach schon mal Öl drin und Zwiebel. Und wenn das dann heiß ist, dann kommt gleich das Hackfleisch mit dazu. Die Zutaten und Mengen stehen ja wie immer unterm Video in der Infobox. Ich mache heute eine größere Menge, weil ich einen Teil auch einfrieren möchte. Also in dem Falle will ich, dass das Hackfleisch angebraten ist, aber jetzt nicht knackig angebraten ist und dunkle, harte Röstaromen hat. Liebe ich zwar auch, aber in dem Falle möchte ich es nicht. Jetzt gebe ich Tomatenmark dazu. Unser Tomatenmark soll auf jeden Fall etwas mit anrösten, damit es einfach noch schöner vom Geschmack her wird. Und jetzt löschen wir das ab. Einmal mit Fleischbrühe, Rinderbrühe. Dann geben wir, also in meinem Fall nehme ich dieses Creme fein. Aber man kann natürlich auch Sahne nehmen. Bevor wir zu den Gewürzen kommen, gebe ich jetzt noch entweder diese Kitari-Nudeln, also die wie Reis aussehen. Könnt natürlich auch andere Nudeln nehmen. Da weiß ich aber nicht, also da würde ich die wahrscheinlich dann eher abkochen vorher. Oder man muss die Flüssigkeit dann erhöhen. Ich hatte jetzt hier zum Beispiel diese, weil die gerade im Angebot waren. Diese Risoni-Nudeln. So, jetzt habe ich die Temperatur mal zurückgestellt, dass mir hier nicht alles in der Gegend rum spritzt. Jetzt können wir mit den Gewürzen mal anfangen. Und zwar, oh nee. Okay, also wir bräuchten eigentlich Nelkenpulver. Ich war auch im Regal bei Nelkenpulver. Warum ich jetzt Muskatnuss habe, fragt mich nicht. Frag mich nicht, weil ich habe jetzt nur noch ganze Nelken. Die nehme ich jetzt nicht, deswegen muss es bei mir halt ohne sein. Leider Gottes. Aber im Rezept schreibe ich das natürlich mit rein. Dann etwas Worcestersoße. Italienische Kräuter. Salz. Pfeffer. Es jetzt einfach so mit meinen ganzen Nelken. Wenn ich hier drauf klopfe, kommt ja auch ein bisschen was raus. Ah, das klappt. So, haben wir doch alles an Gewürzen. So, und kurz vorm Ende gebe ich jetzt einfach noch den Spinat mit dazu. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt geht's zur Verkostung. Ach, ich sag's euch, dass ich ein Hucher. Dass ich ein Hucher bin, habe ich heute auch gemerkt. Denn vorhin schon wieder beim Einkaufen, wenn mir irgendwas Spontanes passiert, mit dem ich nicht rechne, ich kann
es nicht unkommentiert lassen. Es geht dann immer hoch, hoch. Oh, das nervt mich selber so. Ist jetzt nichts Dramatisches. Aber es ist mir heute nochmal bewusst aufgefallen. So, das wollte ich jetzt sagen. Und jetzt gucke ich nochmal, wie das Ganze so mundet. Ist wirklich so lecker. Ich habe es jetzt auch das erste Mal gemacht. Es ist einfach mal was anderes. Nicht klassische Bolognese, aber auch nicht nur Spinat und Käse, sondern einfach so eine Mischung. Ich kann es euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen und vor allem, es geht halt auch total schnell. Ist ein One-Pot-Gericht. Man kann es gut einfrieren. Also ich kann nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich einfach, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal und lasst gerne einen Daumen nach oben da, das hilft immer. Okay, tschüss!